So, heute sind mal wieder ein paar neue Sachen in den Rust Store gekommen, also eigentlich eben gerade. Und da habe ich mir gedacht, das muss ich auch mal zeigen, weil die echt mega nice aussehen. Also nicht alles, aber nehmen wir jetzt mal die Satchel hier. Die werde ich auf jeden Fall Bad Santa, die werde ich auf jeden Fall zweimal kaufen. Einkauf fortsetzen. Weil ich denke, dass man damit noch 1, 2 Euro machen kann. Ja, der andere Krempel ist halt dieser ganze Deko-Schnickschnack hier. Aber ist halt nicht so geil. Das finde ich noch ganz gut. Aber der Rest ist so. Pff. Ja, dann ist der heute noch. Cookie Maker Furnace. Pff, ob man den kaufen soll, ich weiß es nicht, weil ich halte ihn nicht für besonders. So, ich glaube nicht, dass man damit großartig Kohle machen kann. Und dieser ganze andere Krempel hier. Na, ich weiß nicht, diese ganze Beleuchtung ist zwar cool, aber 7 Euro würde ich, wie im letzten Video schon gesagt, würde ich nicht für ausgeben. So, was haben wir hier? Merry Christmas Hoodie. Ja, Hoodies und Pants, ich weiß nicht, die finde ich gehen immer nicht so. Da muss man wirklich Glück haben. Und noch schlimmer sind halt Chests. Die Chest sieht natürlich mega geil aus. Dieser Iceman Armor. Aber 1,75 Euro. Ich sag mal, für 90 Cent würde ich die mitnehmen, aber nicht für 1,75 Euro. Ich glaube nicht, dass sich das für 1,75 Euro lohnt. Ja, das war's eigentlich auch schon. Dann gibt es hier noch diese Surprise SAR. Die ist, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, auch neu gekommen. Aber ja, das andere lohnt sich alles nicht, glaube ich. Die Snow Machine geht auch schon seit Ewigkeiten darunter. Auch nichts Besonderes. Habe ich mir aber auch gekauft. Ja, das war so alles, was relativ neu war. Das hier, die SAR ist neu. Die ist gerade eben gekommen. Der Ofen. Die Satchel geht hundertprozentig. Also, naja, hundertprozentig über 90 Cent. Aber ja, doch, ich denke schon. Deswegen, wie gesagt, ich habe sie mir dann einfach mal direkt zweimal gekauft. Weil, oder beziehungsweise, ich wollte sie jetzt eigentlich gerade zweimal kaufen. Und die werde ich auch einfach mal direkt mitnehmen. So. Satchel, so. Für mich selbst kaufen. Zweimal 1,80 Euro autorisieren. Mein Steam-Guthaben ist auch mega runtergegangen. Weil ich in der letzten Zeit einfach mal übelst viel oder naja, übelst viel. Ich habe viel, einiges gekauft und wenig verkauft. Ich einfach mal keinen Bock hatte. Das sind so meine Items, die ich habe. Die Tür finde ich geil, die werde ich ewig behalten, die Mami-Dörr. Ja, das geht alles. Gerade zur Zeit geht es wieder ein bisschen hoch. Hier zum Beispiel meine Happiness Double Barrel. Die habe ich für 1,30 Euro oder so gekauft. Ja. Zur Zeit geht alles wieder ein bisschen hoch. Ich hätte noch geil Bock auf. Oder die hier. Die finde ich auch so mega geil. Aber ich will die nicht verkaufen. Weil dafür. Die hier ist so. Da mache ich Minus dran. Und die ist noch schlimmer. Was ist der Furnace? 2,02 Euro, aber werde ich auch behalten. 1,08 Euro. Ja. So. 1,53 Euro, aber ich habe noch eine Wooden Door. Ja, damit habe ich mich. Das war ein bisschen Reinfall. Die ist jetzt schon bei 60 Cent minus, aber ist nicht so wild. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja einen Kommentar da lassen. Bis denn dann. Ciao.